tot. Ein Squad hat halt ein Level Up, habe ich gerade gesehen. Wieder einer. Hier, Moment, ich muss. Ist das zwar doof im Moment etwas, weil ich nicht. GF. Wer fehlt mir hier eigentlich noch? Vielleicht kriege ich es noch raus. Lernen. 200 erst 13 gekriegt. Ach, da unten kann ich auch lernen gerade. Zauberwandler, Kältewandler, Stärke, Lebenswandler, hat Rauben. Hoffentlich lernt der Rauben ziemlich schnell. Okay, nordöstlich wird Nord. Ist da hinten was? Hallo, du. Und Squad ist fast voll und gerade weit dran. Bumm. GF, du. Und nur angreifen. Pack es an. Eine GF-Beschwörung reicht. Das Squad macht so viel Schaden inzwischen und so schnell. Oh, 55 Schaden. Bumm. Da kommt das erste Beschwörung oder der andere Beschwörung? Ne, ist schon tot. Ach so. Ich spare mir die Beschwörung bei so Viechern. Normale Angriffe reichen völlig aus. Level up for Squall. Noch eine Windfeder. 3 AP, ey. Das ist geil. Eventuell mache ich demnächst mal ein bisschen Pause. So, da. Aha. Ich sehe da hinten was. Boah, ist nicht so schlimm. Ah, ist das schön, mal wieder ein bisschen Final Fantasy zu spielen. Ich habe ja gestern nicht genug gespielt. Boah. Was gestern? Nee, vorgestern. Überraschungsangriff. Wayne. Seth fängt an und dort erstmal ein bisschen Vita. Du warst nicht an. Du hast auch ein bisschen Vita. Und du machst das Vieh kaputt. Aber wenn das nur einer ist, kann ich das ruhig so machen. Wie viel wieder haben die jetzt eigentlich, ey? Mal, die müssen wir nachsehen. 1 AP war genug, dass es für die nächsten paar Kämpfe ausreichen sollte. Und da oben, das müsste das Grab der Könige sein. Und ich will dahin. Und warum rede ich bei jedem Schritt von ihm? Oder im Takt seiner Schritte, sagen wir es mal so. Dum, 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 dum. Wow, zwei von den Viechern. Okay, ich mach mit GF-Beschwörung platt. Du fängst an. Nein, das Vieh fängt an. Mimic Straw, GF. Achso, ich hatte jetzt. Wow, what, der hat über 1000 schon. What, der auch. Du musst auch mal Sirene. Und du machst Shiva, die haben über 1000 schon. Wahnsinn. Na, Sirene habe ich noch nicht so oft eingesetzt, deswegen dauert das was, bis das geladen ist, ey. Ja, das habe ich. Mein Gott, er hat auch da drauf zu knüppeln. Habe ich irgendwo, ne? Ich glaube im Heft, in dem Dingens Heft, was da. Hoppala. Was dabei ist, was ich hier irgendwo rumliegen habe auf meinem Schreibtisch. Naja, egal. Oh, yay. Nacke Frau. Ma. Yay. Und 1000 Schaden. One hit and Shiva one hit die. Yeah. Ta 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 ta. Okay, nochmal zwei Windfedern. 6 AP, Shiva Level Up schon wieder. Boah, was ist heute los? Shiva Level total. Schon eine dritte oder vierte so Level Up. Okay, und rein da. Okay, wir kriegen direkt am Anfang die Information. Und da ist ein Speicherpunkt. Da kommt jemand rausgerannt. Levitas? Das ist Levi, das ist ein Dropping. Das ist ein Dropping. Protest.
Axel, er hat letztes Mal gut gearbeitet. Ach, Brote ist gekriegt. Gut, und einmal kurz. Ja, Speicher. Ja, ich weiß, wie man speichert. Inzwischen. Speichern. Fast 2 und das hier überschreiben. Wie lange spiele ich jetzt? So, 20 Minuten ungefähr. Ja, passt. Zurück. Wir wollen hier rein, Levitas, Levitas, warum hat der Levitas gerufen? Ich verstehe es nicht. So, mir wird gesagt, ganz am Anfang finde ich schon. Aber hier ist nix. Da ist die Karte. Ich bin gerade reingekommen. Also bin ich da, dann muss ich jetzt gleich zu der Kreuzung kommen. Wir ein bisschen immer drauf gucken, nur das ist die Kreuzung und da liegt Schülernummer 67. Okay, ich schreibe ich mir mal kurz raus, sonst habe ich das gleich verpeilt, weil ich muss das mal eingeben. Gut, aber ich möchte einmal mich ein ganz kurz bisschen umgucken. Bin ich nicht so. So, jetzt bin ich links lang gelangt. Gut. Jetzt aber so. Markierung, so jetzt geht's nach oben. Jetzt bin ich da, da links scheint irgendwas zu sein. Ich mach jetzt immer so links rum. Immer schön auf die Karte gucken. Jetzt bin ich da links in der Kante. Ich orientiere mich jetzt einfach an den Kanten, das ist am einfachsten. So, jetzt müsste ich links in diese komische Kammer reingehen, ne? Ja, normalerweise müsste links jetzt eine Kammer sein. Eine. Okay, da ist eine Steintafel. Stimmt, die ist auch eingezeichnet. Was ist das für eine Tafel? Die Schrift ist leider unleserlich. Er versteht auf der unteren Hälfte. Ja. Lange ist es sehr, sehr. Seit ich hier bin, ich kann das Ding immer noch nicht finden. Ich bin sowohl psychisch als auch physisch am Ende. Bin ich zu schwach? Für die, die sich hier verlaufen haben, schreibe ich Weg bis zum Ausgang auf zurück. Vor, rechts, links, rechts, vor. Aha, ich habe eine Karte. Schön. Da oben ist nochmal eine Tafel. Ich gehe nochmal. So. Weiter einmal. Moment. Ach, die Blickwinkel werden also links rum. Ich hoffe mal, dass der Blickwinkel sich jetzt nochmal mitändert. Sonst bin ich gleich total verlaufen. Aber scheint er ja rechts rum. So, dann bin ich jetzt wieder da. Dann bin ich jetzt. Da, dann muss ich jetzt links rum. Ich geh jetzt einfach einmal außen rum im Kreis. Um mich einfach mal ein bisschen. Dann bin ich jetzt da, dann müsste ich. Oh, Kampf. Mal gucken, was hier an den Gegner kommt. Ah, vor allem weit hinten drin. Oh. Ist ihr schon wieder. Ich kenne dich noch aus der ersten Höhle. Wo ich Dings gekriegt habe. Kann ich irgendwas Neues von euch drawen? Feuerblitz weiß. Nicht wirklich. GF-Beschwörung, Shiva bitte. GF-Beschwörung, hilft die, der geht am schnellsten. GF-Beschwörung, Diabolos, damit das mal schneller geht. Ja, wow, macht ihr viel Schaden. Jemanden starb und die sind beide tot wahrscheinlich. Aber die haben mal nicht gut AP gekriegt, gegeben, die Viecher. Ach, die Beschwörungen dauern immer so lange. Aber bei zwei Gegnern wird das wahrscheinlich etwas schneller gehen, als wenn ich die einzeln bekämpfen würde. Ups, das macht nicht so viel Schaden, wie ich halt gedacht hätte. Die sind wahrscheinlich gegen. Ach so, aber auch reicht. Bluh. Das hätte ich schon, das hätte ich auch so erledigen können. Egal. Gut. Das war's mit den Viechern. Und mal gucken, läuft meine Tonaufnahme noch. Das geht ja. Ja, sie geht noch. Sie läuft noch, sie läuft noch.
Gut. So, jetzt bin ich da. Jetzt müsste es links wieder die Kammer sein. Ja, hier, stimmt. Hier ist wieder ein Stein. Die Schrift ist unleserlich. Irgendwie der untere Teil. Steht auf der unteren Hälfte. Ja, was steht denn da? Was ist hier eigentlich los? Ich bin schon wieder hier. Zu meiner Sicherheit schreibe ich mir den Weg zum Ausgang auf. Zurück, vor, zweimal links, zweimal vor, zweimal rechts und zweimal vor. Aha. Okay, und weiter geht's mit dem Kämpfen. Ich will noch die letzte Kamera durchgucken, aber das ist nicht wirklich verwirrend hier. Dann muss ich noch in die Blickrichtung, aber hier schon wieder. Mal gucken, ob ich euch auch so kaputt geknippelt kriege. Oh, ich fang bei Null an. Xel ist fast so schnell wie Squall, ey. Squall könnte mal eine Heilung verstrahlen, ganz ehrlich. Squall macht jetzt erstmal an. Wow, schon 1000 Energie, ey. Oh, wir hatten noch wenig. Du kannst ja auch mal was geben. Also nur so ein bisschen auffrischen, weil die Gegner sind nicht wirklich anspruchsvoll hier drin. Ich weiß gar nicht, was hier so furchtbares ist. Und du machst das hier jetzt fertig. Ja, das war's schon. Gut. Okay. Naja, naja, das ist jetzt nicht wirklich so. Die Blickrichtung hat sich wieder geändert, dass ich von oben komme. Was ist ja normal, dann ist es wieder links rum und vielleicht ganz kurz nochmal gleich einen Besuch in der Mitte. Also es ist jetzt wirklich nicht das anspruchsvollste Labyrinth. Ganz ehrlich, da kenne ich kompliziertere. Und jetzt bin ich da und wieder links rum und naja. Solange man immer einen Blick auf die Karte macht, jetzt geht's hier rechts rum, das ist klar, und jetzt müsste links wieder die Kammer sein. Ja, bin ich da, da, und links müsste eine leere Kammer sein oder offene Kammer. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Ja, jetzt geht's hier weiter. Und dann werden hier durch Steine blockiert. Was ist das? Es bewegt sich. Was macht ihr hier? What the?